Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben YouTube-Freunde, zu Dead Space 3. Letzte Folge haben wir das scheiß Viech mal wieder bekämpft, was mich wieder einmal gekillt hat. Leider. Ah, beim zweiten Mal haben wir es geschafft. Aber naja, es ist trotzdem wieder abgehauen. So, ich habe mein optionales Zimmer im Waffenlager. Das ist nicht hier, aber ich gehe mal da hinten rein. Und ich muss immer noch eine Bank finden. Das Plan, Dienstbumszeug da zusammenzubauen. Dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit haben. Was? Sie haben mich jetzt wieder angegriffen. Boah. Meine Herren. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel. Ach so, ich hab das Ding ja nicht. Und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Rift-Terminierung. Brauche doch noch so ein Torch-Ding oder wie das heißt. Da war ja was. Gleich mal gucken, ob ich das dann an der Bank mitbauen kann. Du schießt! Na klar, Alter! Willst du mich verarschen? Was ist das denn da? Was fliegt denn hier rum? Was soll denn da Mist? Lol. Ich bin auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Und dann muss ich irgendwie mit den Waffen. Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, ich habe da nur scheiß Waffen. Aber ich komme mit dem komischen Baukastenprinzip da nicht so richtig klar. Munition. Sind wir noch richtig? Jo, wir sind noch richtig. Ja, hier haben wir noch ein Türchen. Ein Fahrstuhl. Okay, Isaac. Ich hab satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. So ein Feigling. Wir werden nicht flüchten, wir werden Kämpfer. Wie einst. Geht's mal da, da zur Tür rein? Jo. Komm ich wieder zu dem Bohrer zurück, ne? Ah, stimmt, hier war eine Bank. Da hab ich doch letztes Mal so weggeschreddert, der Bohrer. Ach, guck. Der kleine Freund krabbelt unten rein. Herstellen. Was ist das, eine Waffe? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Waffe ist, aber... Okay. Müssen wir mal in unserem Safe gucken. Da haben wir noch Stasi-Teile auf jeden Fall. Nehmen wir das noch mit. Und das nehmen wir mit. Und das. Was ist das hier überhaupt?
Waffe muss ich mir jetzt mal angucken. Für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. So, diese Waffe kann nicht modifiziert werden. Na toll. Pläne Schrotflinte. Toll. Hab ich keine Pläne sonst? Ich dachte, ich hätte noch irgendwann einen Plan gewonnen. Dafür habe ich überall viel zu wenig Material. Verstehe ich zwar nicht warum. So, was haben wir hier noch? Medipack. Groß. Herstellen. So. Machen wir nämlich die kleinen Dinger heraus. So, dann schicken wir zwei Superbots noch los. Und hier hinten scheint es. Wow. Bam, bam, bam. Die Knifte geht gut drauf auf jeden Fall. Sterben jetzt hier. Alter. Willst du mich verarschen? Was ist mit dem? Wie er nicht verrecken wollte. Geht ja gar nicht klar. Ja, damit. So, muss man jetzt hin, dahin muss man durch. Hallo, wo ist der Eingang? Fahr doch mal schneller. Ey. Nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Alter! Diese kleinen Mistviecher! Verschwinde! Raus kaputt! Leute, das Team macht doch gar keinen Schaden, die Scheißwaffe. Boah, regt mich das auf. Was ist das für eine komische Waffe hier? Meine Güte. Ich fast keine Muni. Leute, ich hab grad meine ganze Muni verbraten hier, oder was? Unglaublich. Nehme ich das Zeug jetzt eigentlich automatisch auf oder was ist mal los? Bam.
Ja, und wie nimmt er die Munition auf einmal automatisch auf? Stimmt, ich habe doch irgendwas auf irgendeine Waffe was draufgebaut, glaube ich. Hey Leute, bin wieder da. Irgendwo auf jeden Fall. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Im oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Sehr schön. Ich gehe hoch. Eine Harpunenkanone. Ach, hallo. Okay. Das war eine Zeile. Ich hoffe mal, das wird gleich auf Anhieb richtig. Wer war das? Geht sie nichts an! Bastard. Bastard. Keine Beleidigung, ne? So, machen wir das zweite Ding hier noch. Schieß da rein, ne? Jack. Train, train, train. Und nu? Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Nun, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es. Ich stell dir nichts an, Jungs. Nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Baller ich doch den Kopf weg. Sagen, gehen Sie in den Käfig. Willst du mich wohl verarschen oder was? Wie komme ich in den Käfig rein? Na, mach auf hier. Ich kann da mal einen Kopfschuss geben, mein Freund, ja? Wenn du frech wirst. So ein Mongo. Na komm. Also Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie okay, eine Sonde ich ziele mit der Sonde und folge dem sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Klingt gar nicht so schwer. Das Simples, oder? Genau. Synapsen suchen. Ziele mit der Sonderwaffe, bla bla bla, habe ich nicht gelesen, fein. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Vermisst. Immer noch nichts. Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Das Ding auch nicht wahrscheinlich, ne? Hier geht's nicht weiter. Alter, was ist das für ein Mist hier? Hier piept das Ding doch schon mal anders. Okay, aber jetzt wird er schwächer. Sag mal, wollt ihr mich rollen?
ist so ein Kack. Wow. Gehen jetzt ab. Santos, es bewegt sich. Keine Sorge, es ist praktisch tot. Praktisch. Sind Sie da sicher? Nein, wo kommst du her? Ja, treff mich halt wieder. Ist logisch. Kleiner Mistkäfer! Ja, bist Kopf kürzer, mein Freund. Uch, da klar. Wo regt er mich auf, ey? Die sterben halt nicht weg, ne? Isaac, alles in Ordnung? Der Sting hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Ja. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Nicht schon wieder diese Scheiße. Okay, kommt und holt mich. Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Ja. Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Noch eine. Da haben wir noch eins. Oh, was geht denn jetzt ab? Crazy. Heißig, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Schön. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Nein, warum kommt er hinter mir? Hau ab, scheiß Mistmongo. Runter von mir. Ja, schön, dass das Suchrobot war. Ich hab grad andere Probleme, ja. Nein, daneben ist der Host. Ich sag nicht, treff diese scheiß kleinen schnellen Viecher. Wie viel kommen denn hier noch? Boah. Und vor allem machen die Schaden, ne? Vom Feinsten. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Käfig ist immer gut. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Mach hin, Junge. Norton. Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Und da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen.
Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Kletterausrüstung. Kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja. Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Ich kann mich auch mal um dich kümmern, mein Freund, ja. Isaac, wir treffen uns bei der Felswand. Alles klar. Oh. So einen ganz chilligen Headshot. Dann guckst du blöd. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Was? Sie Nein. hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! Norton! Hat er eine Macke oder was? Jetzt hörst du mir einfach im Käfig, die Sau. Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. So ein kleiner Pisser. Na, what's up, Junge? Mein Surobot war da, glaube ich, auch wieder da, ne? 2 Surobots sind zurück. Fortfahren. Nein, nicht benutzen. Das wollen wir nicht benutzen. Wo müssen wir denn hin? Jetzt sind wir wieder beim Ofen, ja? Der Norton. Lass doch mir einfach im Käfig, ey. Hier. Boah, laufen wir komplett zurück, oder? Ja, liebe Leute, Speicherpunkt reicht. Das heißt, Episode ist wieder zu Ende. Ja, mit der Zeit passt ungefähr. Ist ein bisschen kurz, aber bis zum nächsten Speicherpunkt wird wahrscheinlich wieder ein ganz schönes Stückchen sein. Ich sag mal bis dahin, zur nächsten Folge. Tschu, euer Dice.